Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Motorblade with Fire and Sword mit mir zusammen, dem Malte, mit Dietmar Derendorf, Freunde, und wir befinden uns hier wieder mitten in den baltischen Staaten. Ja Freunde, beim letzten Mal haben wir tatsächlich dafür gesorgt, dass wir unsere alten Quests ein bisschen aufgebessert haben. Also wir haben erstmal einen Brief vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm überbracht und danach haben wir festgestellt, ups, da war noch alte Quest offen. Die haben wir erfüllt, dafür fett abgesahnt, 12.000 Taler insgesamt, wobei uns glaube ich der ganze Spaß nur 8.000 vorher gekostet hat. Also ich glaube, wir haben so 4.000 plus gemacht, glaube ich, aus der ganzen Szenerie. Das war schon ziemlich geil. Ja, ansonsten stehen wir jetzt ganz gut da. Haben dann nochmal jetzt ein bisschen aufgerüstet. Jetzt auch unsere Truppen. Also wir haben noch ein paar neue Leute dazugeholt. Noch ein paar neue Scharfschützen. Ist bei 30 Leuten. Und die wiederum ist besser ausgerüstet. Also die sehen jetzt tatsächlich ziemlich gut aus. Und auch wir höchst selbst haben tatsächlich... Ups, falsch. Wir höchst selbst haben tatsächlich auch nochmal ordentlich was draufgelegt, Freunde. Also haben wir jetzt tatsächlich einen einfachen Radschloss-Karabiner. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Genauigkeit. Eine vernünftige Waffe halt. Ja, dazu jetzt tatsächlich noch vor allem auch fett nochmal Rüstung, haben jetzt überall über 30 Rüstung drauf, das ist schon mal jetzt ziemlich gut. Ja, als nächstes, was dann vielleicht anstehend wäre, dann nochmal ein neues Pferd, aber dafür brauchen wir erstmal ein paar Reiten, also das heißt, dahin gehen wir jetzt ganz zufrieden, das heißt, der Trupp passt auch. Ja, unser neues Ziel sieht es erstmal sein, noch ein wenig Geld hier ranzubekommen und dazu parallel jetzt ein paar Aufgaben zu erledigen für den Kurfürsten Friedrich Wilhelm, so zumindest jetzt erstmal mein Plan. Das heißt, dementsprechend gehen wir jetzt erstmal nach Königsberg. So, das moskowitische Zarenreich Festung Dwinsk genommen. Oha, die Russen machen hier oben Vormarsch, das ist aber nicht so schön. Ich habe mich hier oben eigentlich ganz gut eingerichtet. Also, dass die Russen jetzt hier vorbeischauen, finde ich jetzt nicht so witzig, wenn ich ehrlich bin. So, dafür haben jetzt die Schweden und Moskowiter direkt das Frieden geschlossen. Also tatsächlich sehr erfolgreicher Feldzug für die Russen auch hier im Norden. Also für die Russen läuft es ganz gut. Hier im Süden haben sie expandiert eine Festung, hier im Norden haben sie expandiert eine Stadt und eine Festung. Aber zumindest haben wir es erstmal gerettet. Also da geht es tatsächlich zumindest nicht weiter, das ist schon mal ganz gut so. Aber ja, könnte natürlich besser sein, Freunde. So, dann ist erstmal hier zum Händler. Hier kriegen wir die Pelze sehr gut weg, Freunde. Dann lassen wir direkt mal die Pelze da, nehmen dafür das Pulver nochmal entgegen. Den Rest kann man lassen hier. Ja, den Rest kann man hier lassen. So, halten dafür nochmal 800 Taler, das heißt, es ist nicht mehr ganz so pleite. Das heißt, muss ich mir zumindest nicht mehr um unsere Dingskirchen Sorgen machen, um unseren Sold, genau, unsere Truppensold. Das passt soweit. Und dann gehen wir jetzt zu Kurfürst Friedrich Wilhelm. So sehen wir uns also wieder Dietmar Derendorf. Ich frage nach weiteren Aufgaben. Wir haben einen weiteren Brief an den Obristen Jan Zenowitsch. Auch wieder Festung Bar. Ach, die haben wohl reichlich Schriftverkehr, die beiden hier. Ja gut, lässt sich regeln. So, Festung Bar ist wieder da unten irgendwo, ne? Gut, Lublin, nächste Haltestelle. So, dann mal ganz kurz in die Festung rein, Marktplatz, hier das Pulver lassen, ansonsten sieht es hier aber nicht da aus, als ob ich hier was bräuchte, nee, das passt soweit, gut, okay, lassen wir das Pulver einmal hier, dann geht es weiter Richtung Lemberg, so, Marktplatz, Lemberg, hier noch zwei Sachen mitnehmen, der Rest passt soweit, so, hier ganz kurz geguckt. Hier haben wir Jan Stretzky, Stefan C. irgendwas und Stanislav hast du nicht gesehen, okay. Ja, aber ich denke, wir werden tatsächlich jetzt hier im Bar schon fündig werden. Genau, da ist er auch schon. So, wir verlangen wieder das Treffen mit dem. Da ist er wieder, sehr schön. Wir haben wieder eine Botschaft. Yep, genau, Siegel abgeholt, passt. Quest vollendet. So, Rückweg schlagen wir jetzt ein bisschen natürlich einen anderen ein, Freunde. Ich mache jetzt nicht zweimal genau den astrein selben Rückweg. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach Krakau rüber. So, Marktplatz, Krakau. Ja, hier ist ja wieder Werkzeug angesagt, Freunde. Wobei Werkzeug, es ist viel Werkzeug, das ist gar nicht so günstig, ne? Ne, ist nicht so günstig. 280? Ne, das ist, glaube ich, gar nicht so billig. Ne, den Fehler mache ich jetzt nicht, da lasse ich mich jetzt nicht verlocken. Dann gehen wir jetzt lieber hoch wieder nach Warschau. Und schauen dort mal vorbei. So, Warschau. Marktplatz, Gemischtwarenhandel. Auch hier wieder günstiges Pulver. Ja, hier ist tatsächlich das Werkzeug ganz gut. Auch das Eisen kann sich sehen lassen. Ja, komm, nehmen wir zwei Werkzeuge noch mit. So, Zahl ist 1500. Ach Gott, können wir gar nicht zahlen. Upsi. Gut, dann müssen wir die Nebenwaren hier lassen. Ja, dann lassen wir die Nebenwaren hier. Nehmen wir einfach nochmal das Pulver mit. Ups, habe ich nicht gesehen, dass wir tatsächlich gerade so ein bisschen knapp bei Kasse sind. Dann Richtung Burg Allenstein halt. So, hier kriegst du direkt das Pulver wieder los. Sehr schön, zwei Stück. Hier kriegst du noch einen weg. Hier kriegst du noch wieder zwei los. Also sogar drei.
Und den letzten kriegen wir auch hier weg. So, okay, jetzt sind wir geldmäßig auch besser besiedelt. So, haben wir jetzt tatsächlich wieder 5000 parat. Sehr gut. So, ab zum Kurfürsten wieder. Und da einmal kurz nachhaken. So, hast du noch eine dritte Aufgabe für uns? So einen dritten Botengang würde ich wohl noch machen, aber danach reicht es mir auch. Gut, in Narva haben wir Dietrich Werner können. Gewiss, laufen wir hin. So, und danach würde ich tatsächlich mal nach was anderem fragen. Es reicht mal langsam mit Botengängen. So, ist hier sonst noch was einmal nachgefragt? Ne, aber hier waren es auch so häufig jetzt unterwegs in der Ecke. Gerade eben, das muss immer reichen. Heißt, Narva ist hier oben. Das heißt, das werden wir, glaube ich, im direkten Zug machen, Freunde. Halte ich gar nicht irgendwo zwischendrin an. Gehe jetzt einfach hoch nach Narva und fragen mal nach, wie es dort aussieht. So, jetzt laufen natürlich auch mittlerweile viele russische Fürsten hier rum. Muss man natürlich auch so sehen. So, Dietrich Wernecken, das ist er. So, Dietmar Derendorf steht zu Diensten. So, Brief von unserem Kurfürsten da. So, Beziehung Nummer 1 verbessert, sind wir bei 10 Beziehungen. Das muss erstmal reichen. So, okay, dann haben wir das jetzt hier geschafft. Dann gehen wir jetzt mal Narva. Gucken hier auch mal rein. Ja, wir haben auch gerade so Pulver alles da gelassen. Hier in der Ecke haben wir jetzt so viel gehandelt. Hier geht jetzt gerade erstmal nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt runter nach Königsberg und dann werde ich jetzt tatsächlich mal unsere verbesserten Beziehungen jetzt nutzen, um mal vielleicht nach einem ordentlichen Auftrag nachzufragen. Vielleicht gibt es da ja was Schönes. Vielleicht hat er noch irgendwas Sonstiges für uns. Wenn er uns gleich wieder einen Boten anbietet, werde ich übrigens diesen Botenauftrag ablehnen. So, Feste. Oh, mittlerweile hat er ein paar Gäste hier bekommen. Ratsherr und Baron. So sieht man sie also wieder. Habt noch wieder einen Auftrag? Ne, also diesen Brief. Ich bezweifle, dass ich Magnus Dillegardin in nächster Zeit sehen werde. Mein Herr hält besser daran, einen Boten zu schicken. Ach, nun gut, ich werde sicher jemand anderen für die Aufgabe finden. Wir fragen nochmal nach. Ein Auftrag gerade für uns. Jetzt kommt also die entscheidende Frage, Freunde. Habt ihr einen Sonderauftrag für uns? So, es heißt, der Chevalier de Clermont habe sich in unsere Lande begeben. Seid ihm begegnet? Ich kenne diesen Clermont. Was ist mit ihm? Er muss sofort aufgespürt werden und zum König gebracht werden. Und was sollte Karl Gustav an diesem Mann interessieren? Jacques de Clermont mag am französischen Hof in Ungnade gefallen sein, doch er steht nach wie vor im Gunste des regierenden Ministers von Frankreich, dem Kardinal Mazarin. Unser König möchte den Kardinal für eine vertrauenswürdige unser König möchte den Kardinal für seine Sache gewinnen und bedarf einer vertrauenswürdigen Person, die ihn angelegt mit dem Clermont bespricht. Warum aber so dringlich? Und könntet ihr euch nicht selbst an Clermont wenden? Bogdan Chmelnyzki möchte ihn ebenfalls treffen und Übereinkommen mit Mazarin erzielen. Entdeckt er jedoch, dass Clermont in unseren Diensten steht, wird er wohl nicht länger im Krieg gegen die polnischen Republik unterstützen. Deshalb brauchen wir einen Mittelsmann. Ja gut, okay. Wir werden zustimmen. Ich darf annehmen, die Belohnung beliefe sich auf etwas mehr als nur die gnädige Gunst unseres schwedischen Monarchens. Die Krone entlohnt ihre loyalen Diener sehr großzügig. Hier, nimmt dies. Es dürfte sein, um euer Interesse zu wecken. Wo soll ich nach ihm suchen? Streift durch die Städte, begibt euch in die Schenken, fragt jeden Reisenden, den ihr seht, vielleicht weiß jemand noch einen Hinweis. Alles klar, jetzt müssen wir also unseren alten Clermont-Freund wiederfinden. Ich glaube, unsere größten Chancen dürften in der Smolensk-Ecke ja irgendwo sein. Ich glaube, hier haben wir das letzte Mal gesehen. Das heißt, wir werden mal gucken, ob wir den dort vielleicht nicht irgendwo auftreiben können. Gut, erster Halt, Freunde, ist dann Vilna. Haben jetzt also einen Spezialauftrag von der schwedischen Königskrone bekommen hier, von der schwedischen Krone gekriegt. Hier sprechen wir mal gucken, Freunde, wie das hier aussieht, ob wir das ganz gut hinkriegen könnten. Hier ist das Öl ganz schön billig. Ich nehme mal einfach eine Packung mit, eine Flasche Öl. So, und gehen mal ganz kurz aber jetzt mal eben in die Taverne rein. Mal gucken, was mit den Reisen wirklich so funktioniert. Helebardier, Ingrid, Taverngast. Nee. Nee, meine Truppen erwarten mich. Nee, das macht keinen Sinn hier. Gut, dann zurück. Dann als nächstes. Ah, Polost, den wir sonst immer gehen wir nach Slusk. Und dann von Slusk hoch Richtung Smolensk. So, mal eben ganz kurz hier vorbeigesehen. Ah, Öl, nee, nee. Nee, nicht so dolle. Lass mal weg. Gehen wir hoch nach Smolensk. So, 200 Taler Sold müssen wir abdrücken. So, hier ist ein Karrenzug von den Krim-Tataren. Scharfschützentruppe des Geheimdienstes, Kundschafter, Wildbeuter. Gut, gehen wir aus Smolensk. Hier ist nochmal zum Gemischtwarenhändler. Haben wir auch wieder günstiges Pulver.
Den Rest lassen wir besser hier. Aber wichtiger ist jetzt tatsächlich Taverne, Freunde. So, Reisender. Hier haben wir schon direkt einen. Hier haben wir einen Priester, einen Pikiniersöldner und einen Tavernengast. Ja, fragen wir mal den Reisenden. Ich suche nach einem gewissen Franzosen. Ich weiß nicht, ob ich helfen kann. Jacques de Clément. Ich weiß vielleicht, wo Jacques de Clément ist. Für 30 Taler verrate ich es euch. Nun gut, ich habe 30 Taler. Ist im Augenblick in Pleskau, hält er sich auf. Ach du Heilige, okay, weiter westlich von uns. Dachte ich, wusste ich gar nicht. Gut, okay, also alles, also hier tatsächlich, so Richtung Pleskau. Müssen wir mal gucken, ob er sich dann hier irgendwo außen... Oh, da war er gewesen, glaube ich. Nee, das war tatsächlich nicht der. Entschuldigt, Freund, das war nur der Graf hier. In Pleskau. Ja gut, wenn er sich tatsächlich hier aufhalten soll, dann gucken wir mal jetzt hier in die Taverne. Vielleicht finden wir ihn ja. Freunde, hier Taverne. Oh ja, Jacques de Clément, hier ist er direkt. Boah, hier ist ja richtig was los. Ein gewisser Carlson ist ja auch noch. Musketier soll Tavernengas. Okay, Jacques de Clément. Ich bringe euch eine Einladung des Königs von Schweden. Schließt euch meine Truppe an und lasst uns gemeinsam zu Gustav Karl ein. So, ich bin erfreut, euch bei guter Gesundheit zu sehen. Ein Bote von Butchern suchte uns Dienst auf. Er führte fünf gestandene Krieger mit sich. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass man diesen Mann ernst zu nehmen hat. Sobald ihr wenigstens 10 Mann unter eurem Befehl vereint habt, reden wir weiter. Nun eilt euch, sonst werden ich den Kosaken nachgeben. Nee, nee. Wir haben tatsächlich 10 Leute. Was euer anbetrifft, Trupp, ihr habt den Trupp zusammen. Ja, hier sind meine Mann sämtlich im Kampf versiert. So. Nun, das ändert alles. Es ist mir eine Ehre, in solcher Gesellschaft zu reisen. Lasst uns zum König gehen. Was die Kosaken betrifft, mit denen werdet ihr selbst fertig. Ja, ich denke schon, hoffe ich zumindest. Also falls uns vielleicht irgendwie Kosaken auflauern sollten. So, jetzt muss ich nur den König finden. Das ist ja natürlich jetzt wieder ein bisschen andere Geschichte. Das heißt, wir müssen erstmal einen schwedischen Fürsten finden, um mal herauszufinden, wo unser König gerade rumeilt. Ah, hier, Burglieder wurde von Karl Gustav belagert. Alles klar, Burglieder, da müssen wir hin. Gut, dann gehen wir nach Burglieder. Das lässt sich ja relativ schnell einrichten. Wir haben gerade hier Belagerungsschlachten. Da können wir natürlich mal eben locker mal kurz vorbeischauen. So, was haben wir hier? Ah, eine dickere Schlacht gerade. Okay, alles klar, müssen wir eben kurz warten, bis die fertig sind. Ich denke mal nicht, dass wir hier hin dürfen. Nee, wir können es tatsächlich gerade nur zurückziehen. Gut, okay, dann, Freunde, würde ich mal sagen, schlagen wir mal eben kurz hier ein Lager auf. Bis die es jetzt hier haben. So, zack. Okay, und da ist König Karl Gustav. Wir müssen mal eben ganz kurz den Krallen. So, König Karl Gustav, was gibt es, mein Herr? Ich habe den Chevalier de Clermont mitgebracht, Herr. Mir wurde berichtet, ihr wolltet ihn sprechen. Ja, das ist wahr. Ruft ihn rasch herein. Ich will eure Dienste reichlich vergelten. Na gut, 53 Taler ist für mich nicht reichlich, aber na, besser als nichts erstmal. So, ja, weiß nicht. Sollen wir es tatsächlich vielleicht mal beim König mal nachfragen, was der so hat? Hat der vielleicht einen Job für uns? Nun ja, was soll euer Anliegen? Mein Herr, ich bin... Oh, mein Fürst, ich bin gekommen, euch irgendwann meine Dienste anzubieten. Das kann man tatsächlich mal versuchen, Freunde. Noch ist nicht erwiesen, dass ihr ein fähiger Befehlshaber seid, immer der und auf. Erhebt euer Schwert gegen meinen Feind, zeigt, dass ihr Gunst würdig seid. Danach werden wir dies näher erörtern. Alles klar, reicht noch nicht. Gut, habt ihr vielleicht einen Sonderauftrag für mich? Ich habe keine Arbeit für euch. Habt ihr eine Sache für mich hier? Ah, doch, tatsächlich. Aber er hat tatsächlich einen vernünftigen Auftrag für uns, der König. Ich habe eine Sache, bei der mir helfen könnte. Es gibt einen gesetzlosen Schurken namens Sirko, der Bienenmeister. Er hat einen meiner Männer ermordet und ist seither auf der Flucht vor Obrigkeit. Alles klar, 300 Taler kriegen wir dafür. In Plotzk hat er Zuflucht gesucht. Oder Plotzk heißt das Ort, der Ort. Okay, alles klar. Ich werde den Aufschlussgesetz vollstrecken. Plotzk. Wo ist jetzt auch das auch immer wieder sein mag? Plotzk, hier unten ist das tatsächlich. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir erstmal Warschau, Freunde. Und von Warschau aus dann rüber nach Plotzk. Und dann suchen wir doch mal den guten Bienenmeister, würde ich mal sagen. So, mal eben mal ganz kurz hier vorbeigeschaut. Hier kriegen wir tatsächlich ein paar gute Sachen. Kriegen wir auch hier nochmal ein bisschen Mehl, genau. Ja, den Rest lassen wir hier. Wobei das Eisen wäre auch noch ganz gut. Ja, kommen wir auch noch mit. So, und jetzt dann aber Richtung Polotsk. Und dort mal nachfragen. So, Festung Kauen wird gerade übrigens von König Karl Gustav belagert. So, wir gehen jetzt tatsächlich mal ins Dorfzentrum hinein, Freunde, und suchen den. Oh, suchen den. Aber ist ganz schön nebelig. Das heißt, den zu finden wird nicht einfach werden. Meistens stehen die ja etwas versteckt da, das weißt du dann aus den Warband-Teilen. Das heißt, wir werden jetzt einmal kurz einmal so ein bisschen durch die ums Dorf hier rumreiten, um mal zu gucken, ob wir ihn vielleicht so finden. Ist noch früh am Tage. Aber vielleicht sind wir ein bisschen zu früh, vielleicht ist er tatsächlich noch nicht hier. Kann ich mir auch durchaus vorstellen.
Hier ist der Dorfälteste wahrscheinlich. Nervöser Mann. Nee, das ist er. Das ist der gute Herr. So. Nervöser Mann. Sprechen. Was wollt ihr? Ich suche nach einem Mörder namens Sirko der Bienenmeister. Auf euch passt seine Beschreibung. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, mein Herr. Ich versichere euch, ich bin nur ein ganz harmloser Einwohner hier. Dann senkt euer Schwert, wenn ihr so unschuldig seid. Habt ihr nichts zu befürchten. Wir werden nun mit euren Nachbarn sprechen. Wenn sie eure Geschichte bestätigen, werde ich meiner Wege ziehen. Seid verflucht. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Alles klar. Oh, Freunde, war das stumpf jetzt gerade von mir. War das stumpf. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Alles klar. Bumm. Upsi. Ja gut, da können wir mal in aller Entspanntheit nachladen. Nee, Freunde, nee, das war jetzt wohl nicht so prickelnd, alles klar. Gut, Problematik haben wir geklärt. Das Dorf findet uns natürlich jetzt nicht mehr so prickelnd, weil wir haben halt eine öffentliche Schießerei angefangen. Und oh, hier sind tatsächlich ein paar Briganten, Freunde, die würde ich ganz gerne stellen. Da ist ein geflügelter Rosar mit bei. Aber ich glaube, die sind wieder zu schnell für uns. Ja, die sind wieder eindeutig zu schnell für uns. Weil, nee, sie kommen auf uns zu tatsächlich nochmal. Sehr schön. So, die Briganten, dann ziehen wir den nochmal ins Über. So, dann können wir jetzt mal unserem Trupp testen gehen hier. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter vor. Es wird sehr nebelig hier, aber ich denke, es könnte ungefähr passen. So, hier haltet euch mal auf, Jungs und Mädels. So, dann zeigt es mal tatsächlich, ob ihr schießen könnt. Ich für meinen Teil werde jetzt mal gucken müssen, wo ihr überhaupt wer ist. Feuert ihr gerade blind, Boys? Also mir war übrigens unsere Waffe ist tatsächlich ein bisschen besser. Ah, da ist der Husar. So, schnell nochmal dem einen mitgeben. Sehr wichtig. So, und das haben sie Feuerfertigkeit tatsächlich nochmal direkt verbessert. So, aber der Dragoner hat tatsächlich selber Feuerwaffen. Gut, alles klar. Da muss ich tatsächlich hier mal eben kurz im Nahkampf hinterher. Weil der Mann, das ist weniger witzig. Okay, alles klar. Jetzt wird's witzig. So, ich habe schnell nachgeladen. Dementsprechend können wir ihn killen. Und jetzt können wir tatsächlich unsere Truppen zum Angriff stürmen lassen. So, mittlerweile ganz geil, wenn man mittlerweile hier schon so seine 30 Leute zusammen hat, die tatsächlich alles am Ballern können. Da kommt tatsächlich mal was Ordentliches bei rum, Freunde. Demnächst werden wir das noch ein bisschen taktischer angehen, aber alles zu seiner Zeit. Weil jetzt gegen ein paar Briganten, da muss ich jetzt tatsächlich mir jetzt nicht die große Mühe machen. So, hier sind unsere Feinde, alles klar. Mal kurz anhalten, sehr gut. So, und den da hinten nehmen wir im Nahkampf. So, zack, eins, zwei. Und du hier hinten, Freundchen, tust auch keinem was zuleide. So, alle Briganten abgeräumt. Sehr schön. Haben dafür jetzt nochmal ein Ansehen gewonnen. Kriegen tatsächlich auch nochmal deren Waffen halt nochmal mitgeliefert. Sehr schön. Kann man tatsächlich auch nochmal ein bisschen was gebrauchen hier. Oh ja, tatsächlich. Freunde, das ist sogar gar nicht mal so wenig. So, haben leider einen Mann verloren, aber das geht, denke ich, auch schlimmer. So, Festung Kauen wurde es, glaube ich, belagert. Heißt, dann werden wir uns jetzt mal dorthin begeben. Aber erstmal ganz kurz beim Kurfürsten hier mal fix Halt machen. Gemischtwarenhändler. Hier kann man tatsächlich das Eisen wieder lassen, sehr gut. Und auch die andere Kram macht sie hier ganz nett. Lassen wir den Kram mal eben also hier und dann gehen wir es Richtung Festung Kauen hoch. Hier wird er irgendwo sein. Burglieder wird wieder belagert. Ach nee. Oh, schönes Spiel. Herrlich. Burglieder. Hm. Gut, dann gehen wir jetzt halt hier runter Richtung Burglieder. Haben wir es jetzt, mein lieber König. Bist du dir jetzt einig, was du belagern willst? So wegen der Aufgabe, die ihr mir gegeben habt. So, ich habe den ausfindig machen können, aber das Blutgeld akzeptieren wir nicht. Das ist okay, das lassen wir weg. Wir gewinnen nochmal in Ehre. So, Beziehung noch auf 5 aufgebessert, sehr schön. Wahrlich, für euch eine Gerechtigkeit und Belohnung nicht... Ja, ist genau, Belohnung genug. Wie ihr wünscht. Für wahr, ehrenhafte Gesinnung. Hab Dank, dass ihr mich von diesen Halunken befreit habt. Hast du noch eine Aufgabe für uns? Nee, einen Botengang möchte ich tatsächlich jetzt hier nicht machen, Freunde. Botengänge habe ich jetzt nicht so. Eine andere Aufgabe hast du nicht. Hast du einen Sonderauftrag für uns? Hast du auch nicht. Meine Dienste kann ich dir immer noch nicht anbieten, alles klar. Gut, okay, dann haben wir jetzt also hier alles getan. Dann muss ich mich doch nochmal vielleicht an den Kurfürsten wenden, Freunde. Aber vorher werden wir nochmal ganz kurz eben nach Vilna gehen und mal hier nochmal ein paar Waren lassen. Nee, können wir gar nicht. Okay, alles klar, hier ist zu günstig. Muss sowieso mal ein bisschen wieder in den Osten des Landes kommen. Hier bin ich gerade nicht so glücklich. Hä? Darf ich jetzt mal? Genau, wollte gerade sagen. So. Also, wie sieht's hier aus? Zur Festung. So, haben wir hier eine Möglichkeit? Ansonsten muss ich mich doch vielleicht nochmal mit anderen Aufträgen irgendwie begnügen.
So sehen wir uns wieder. Auftrag. Nee, du hast auch wieder nur einen Brief. Tut mir leid. Brief habe ich keine besondere Lust drauf. Sonderauftrag hast du nicht für mich. Okay, Freunde, dann muss ich damit gerade leben. Ja, 10 Beziehungspunkte haben wir mittlerweile ja schon mit dem Kurfürsten. Ja, das ist tatsächlich hier einfach wirklich noch ein bisschen längerer Spaß, bis wir uns hier irgendwie anschließen können. Ja, das Doof ist natürlich, es gibt auch nicht wie in Modern Blade Warband, Freunde. Damals konntest du ja immer ein schönes so ein Turnier gehen, hast so ein schönes Turnier abgeschlossen und dann hat er sich die ganze Geschichte. Das ist leider so nicht mehr möglich. Dementsprechend muss man damit leben, was man hat. Das heißt, wir gehen als nächstes nach Riga, dann hoch nach Reval und ich versuche mal wieder für Reval dann einen städtischen Auftrag zu machen. Weil der letzte Stadtauftrag, der war ja tatsächlich ganz ordentlich gewesen. Der hat uns ja ein bisschen Kohle eingebracht, war auch von der Beliebtheit her nicht so schlecht. Das ging soweit ganz gut klar. So, weil kann man kurz in Dünaburg vorher vorbeischauen. Ich glaube, die waren auch immer ganz gut dabei, wenn es darum ging, unsere Pulverchen abzukaufen. Genau, da liege ich auch wieder richtig. Sind sie auch diesmal wieder am Start. So, dann lassen wir denen noch ein bisschen Pulver da. So, genau, top. Was haben wir hier? Ah, einfach Radschlosskarabiner. Das heißt tatsächlich, wir können so ein gesprungenes Ding hier ersetzen. Das finde ich gut. So, weil das sind tatsächlich doch noch ein paar Punkte auf der Distanz, durchaus. Ja, dann nehmen wir tatsächlich nochmal den originalen Karabiner mit. So, zahlen 2000 für den ganzen Spaß. Haben jetzt noch 4000. Können dann jetzt Fatima unsere Karabiner geben. So, nein, nicht da. Genau hier hin. So, hat sie jetzt tatsächlich auch einen Karabiner. So, und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt in Riga den ganzen Kram abgeben gehen. So, Marktplatz, Gemischtwarenhändler, geben wir jetzt ab. So, hier haben wir es tatsächlich dann auch nochmal die Möglichkeit, mit ein bisschen Fisch wieder nachzurüsten. Und dann jetzt hier ordentlich Pulver zu kaufen. So, gut, dann jetzt hoch nach Reval, Freunde, und dort werden wir uns tatsächlich jetzt nochmal einen neuen Auftrag abholen gehen. Aber zunächst einmal erstmal wieder der Weg zum Marktplatz. So, hier können wir auch Pelz hier ganz günstig. So, bis 230. Genau, Töpfer waren sind auch gerade billig. Ja, nehmen wir tatsächlich noch ein bisschen was mit. 1100 zahlen wir dafür, aber ich denke, es geht so in Ordnung. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal wieder genug mit zusammen. Und dann darf Herr Bürgermeister mal herhalten. So, habt ihr vielleicht einen Auftrag für mich? Ein hiesiger Händler sucht Rinderhirten, die seine Herde nach Königsberg treiben. Alles klar. Die Herde muss in spätestens 30 Tagen in Königsberg eintreffen. Je früher, desto besser. Keinenfalls länger als 3 Tage dauern. 260 Taler. Puh, klar, bringen wir nochmal die Herde nach Königsberg. Könnte schlimmer sein. So, das ist die Viehherde hier. Alles klar. Das Vieh antreiben. Wie läuft denn das jetzt? Ist das Vieh? Genau, das Vieh ist jetzt nämlich in diesem Teil ein bisschen anders als im letzten Teil. Im letzten Teil musst du gucken, dass du hinter denen herläufst. Jetzt laufen sie dir hinterher. Gut, dann 30 Tagen, wenn wir es, denke ich, schon mal tatsächlich von A nach B bringen können. So, erstmal Richtung da hinten. Ihr wisst schon Bescheid, was ich meine. Erstmal Richtung Brücke wieder. So, da ist es. So, dann hier wollen wir verbessern gehen. Ja, dann treiben wir das jetzt einfach mal so runter. So, wo geht's jetzt hier weiter? Da hinten, Ponychef ist erstmal die nächste Haltestelle. So, dann die Festung Cowen. So, sehr gut, Brücke. Top. Und dann haben wir es jetzt gleich. So, Burglieder wurdest du übrigens, glaube ich, eingenommen. Genau, die Schwäne haben Burglieder jetzt genommen. So, mal ganz kurz warten hier, bis die Rinder wieder kommen. Genau. So, und dann haben wir es jetzt hier. Sehr schön. Viehherde dahin gebracht. So, sprechen mit dem Bürgermeister, um uns Belohnung abzuholen. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz eben rein in Königsberg. Machen wir mal wieder vorbeischauen, Freunde, wann hier die Waren aktualisiert werden. Ach, gut, zumindest die Pelze sind wir los. Auch die Töpferwaren kann man hier durchaus lassen. Sehr schön. Das Leinen ist recht günstig. 2 Stück können wir davon wohl mitnehmen. Den Rest lassen wir so. Gut, okay, dann ist der hoch Richtung Reval. Und dort dann die Aufgabe abgeben. Alles klar. So machen wir sie zumindest schon mal ein bisschen beliebt. So, ansonsten momentan halt relativ viel Krieg hier, relativ viele Festungen, die überall hier belagert werden. Könnt ihr mal schön mitlesen parallel. So, mein lieber Bürgermeisterchen, hast du hier übrigens, ach, das Leinen kriegen wir sehr gut los, sehr schön. Okay, und dann jetzt mal eben, lieber Bürgermeister. Also, guten Tag, lieber Derendorf, sehr schön. Wir erhalten sogar nochmal 524 Taler extra, alles klar. So, und ein Ansehen haben wir gewonnen, Beziehung hat sich auch verbessert. Sehr schön. So, Bürgermeisterchen, hast du noch einen Job für uns? Nee, ich glaube, ich hätte. Ach so, ihr seht tüchtig aus, ich habe da einen Auftrag für euch. In der Nähe von der Stadt gab es kürzlich einige Kämpfe. Und dies hat einige unserer weniger rechtschaffenen Bewohner unnütze Ausruhe, plündern zu lehnen. Ich brauche jemanden, der gestohlene Güter zurückbringen kann und diesen Bastard Lektion erteilt. Das klingt nach meinem Auftrag. Ja, nehme ich an. Ja, genau. Für hier vernichtete Plünderbande kriegen wir mal 40 Taler wieder. Alles klar. Das heißt, jetzt haben wir einfach nur ein paar Plündererbanden, die wir jetzt hier wieder in Garaus machen dürfen.
Ja, gut. Frage: Sind wir schnell genug? Ich hoffe es ja mal. Als müsste ich 21, sollten wir wohl schnell genug sein. Boah. Aber auch nur ganz knapp, Freunde. So, alles klar. Gut, okay, wir wissen Bescheid. Also 21 gegen unsere 29. Sekunde, mal eben ganz kurz mitkommen, Jungs. Wartet, wartet. Ihr kommt jetzt mal eben mit, bis hierhin. Jungs, kommt erstmal hier hin. Ja, toll, muss ich erstmal wieder selber feuern derzeit. Haben wir es jetzt. So, okay, Position halten. So, Freunde. Jetzt wird es ganz ein bisschen witziger eigentlich, wobei ich glaube, Distanz ist zu kurz. Nee, das lohnt sich nicht mehr. Ich wollte gerade mal einen taktischen Kniff machen, aber ich glaube, jetzt ist es besser, wenn wir erstmal feuern und feuern und feuern. So, gut, okay, bis auf Nahkampfreichweite sind wir rangekommen. Und jetzt werden wir den nochmal schnell den Garaus machen. Ja, Freunde, das lief doch tatsächlich gut. Das ging relativ schnell und zügig. Sehr schön, Schlacht gewonnen, Tab. So, Ware haben sie jetzt, glaube ich, keine dabei anscheinend. Nee, hier reicht es einfach, wenn wir die wo kalt stellen. Habe ich das jetzt irgendwie so ein bisschen im Gefühl. So. Gut, alles klar. So, können sie den Trupp wieder verbessern gehen. Kommt, denke ich, auch mal ganz gut. So, Veteran, der erste Veteran sogar. Nice. So, dann ist hier Richtung Reval. Weil jetzt haben wir hier natürlich, sind wir jetzt hier ein bisschen doof rumgelatscht. So, gucken, dass sie jetzt hier wieder wie finden. Drei Deserteure, drei Leibgardisten, das ist nicht die Welt. Findet man hier jetzt noch irgendwen, irgendwo, irgendwie? Da hinten 18 Stück, da waren sie gerade. Genau. Hier kann man schön hinterher, weil, Freunde, die können wir jetzt hier schön die Enge treiben. Sobald es nämlich jetzt hier Tag wird, müssten wir sie kriegen. Genau, sehr schön. So, kann ich jetzt mal meine Taktik probieren. Das könnte sein, dass das jetzt hier wenigstens mal klappt. So, einmal jetzt hier auf dem Berg drauf, weil ich muss das nämlich selber noch ein bisschen üben. Ja, das passt hier perfekt. Der Abstand ist viel größer. So, ich versuche derweil schon mein Glück, währenddessen die hier unterwegs sind. Ja, ein bisschen zu weit oben. So. Schöner Scharfschütze. Hat es tatsächlich geschafft, einen Typen zu treffen. So, Position halten, Freunde. Ups. So, was ist denn das jetzt dann? F2? Nein. F3? Ah, hier, genau. Feuern auf Mann Kommando, Jungs. Das ist jetzt die Taste, die ich brauchte. So, Feuer halten. So, F3. So. Und Feuer frei. Ja, doch, es geht noch tatsächlich. Es geht noch. Das gute alte Feuern zusammen hier, Freunde. Das geht immer auch ganz gut klar. So, F3. Anlegen. Feuern. Oh, Freunde, ist das geil. Ja. Hab ich das vermisst. Also wirklich, Warband in allen Ehren. Das macht immer mega Spaß. Das ist einfach noch was ganz anderes, wenn du hier tatsächlich mit deiner gesamten Mannschaft einfach mal in Abfeuern gehst. Das ist wirklich, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Also das macht wirklich nochmal ganz anders Spaß. So, ich habe nochmal 21 Brigantin, die werden wir tatsächlich auch nochmal vorknüpfen, wenn die gerade schon hier in der Ecke sind. Freunde, und okay, nee, hier geht das glaube ich tatsächlich eher nur schwerlich. Egal, Position halten, Freunde. Okay, So, Position halten, Jungs, genau. So, müssen wir eben schnell organisieren. So, F3, F2, F3. So, und F2. Na, war es nicht so erfolgreich. Oha, wir haben hier ganz schön Verluste. So. Eieiei. Ah, wir haben jetzt so ordentlich Verluste gehabt. F3, F2. F3, F2. Okay, alles klar. Gut, okay, F3, Feuer frei. Macht jetzt, wie ihr könnt. Also die Verluste waren jetzt tatsächlich nicht so schön. Ich glaube, ich kann das direkt dann nachher nochmal wieder ein neues Paket, neue Söldner nachholen kommen. So, Jungs, jetzt knallt mal so schön es geht. Ich werde jetzt tatsächlich im Nahkampf halt gucken, dass ich mir ein bisschen was weghole. So, Level 9 haben wir. So, ab in Angriff mit euch, Jungs. So, ist jetzt noch irgendwer? Nee, anscheinend nicht. Schlacht gewonnen. Okay, was haben wir denn hier? Vier Tote, zwei Verwundete bei uns. Nicht so schön. Ja, doch, da kann ich tatsächlich mal wieder einen abholen gehen, wobei wir haben tatsächlich noch Musketier, den wir jetzt anheuern können. Das ist ja schon mal ganz schön. So, da haben wir jetzt die Jungs hier, die nochmal wieder verbessert werden können. Und wir haben halt unser eigenes Level Up. Alles klar. So, ein paar Feuerwaffen, die wir hier noch einsacken können. Nehmen wir auch noch mit, Freunde. So ist ja nicht. Geschenken Gaul schaue ich da nicht ins Maul.
Okay, alles klar. So, jetzt wieder Richtung Reval. Dann würde ich ganz gerne Zeug da einmal verkaufen gehen. So, hier sind vertriebene Feinde einfach nur. So, mal ganz kurz vielleicht mit dem Bürgermeister eben sprechen. So, einige Plünderer abgeholt. 80 Taler. Top. So, Marktplatz, Gemischtwarenhändler. Hier mal eben ganz kurz den Kram loswerden. 230 Taler bringt uns ganz Spaß ein. So, und jetzt muss ich nochmal eben fix mit dem Söldner reden. Wobei ich muss mal gucken, Freunde, wie lange geht denn die Folge hier eigentlich noch? Wie lange geht denn die schon? Oh, Freunde, wir sind gleich durch. Alles klar, dann würde ich sagen, rüsten wir jetzt noch einmal eben fix unseren Trupp auf. Holen uns dann nochmal, ja, fünf Söldner können wir uns nochmal ranholen. Schwedischen Söldnerhauptmann, einige Söldner anwerben. Fünf Scharfschützen hätte ich ganz gern. 1600 kosten die mittlerweile. Ja, mittlerweile schon. Bisschen anderes Niveau mit der neuen Bewaffnung hier, da kostet er schon mal ein bisschen mehr. So, haben es also dann dementsprechend wieder unsere Söldner soweit zusammen. Unser Trupp steht soweit, also wisst ihr Bescheid. Ein paar Quests müssen wir anscheinend noch so nebenbei erfüllen. Müssen noch ein bisschen weiter Handel betreiben, ein bisschen Beziehungen verbessern mit dem König, mit den Fürsten. Und ich bin mal relativ sicher eigentlich, dass wir es nächste Woche schaffen müssten, uns einer Nation anzuschließen. Ich denke mal, das dürfte dann soweit klar gehen. Also das ist zumindest mein Ziel auf jeden Fall, Freunde. Nächste Woche also dann in den kommenden zwei, drei Folgen möchte ich ganz gerne dann tatsächlich in den Diensten von Schweden stehen, um mal tatsächlich auch mal ein bisschen an den kriegerischen Handlungen hier teilnehmen zu können. Gut, Freunde, aber das, wie gesagt, war es dann jetzt von meiner Seite aus. Ich bedanke mich euch draußen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, halt die Ohren steif, haut rein und ciao.